Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde meines How It Plays. Mein Name ist Niom und ich fahre heute auf El Hall auf den Centurion 71. Ein, ja, gewöhnungsbedürftiger Medium, aber ganz praktisch auf jeden Fall. Also der 71er macht verdammt viel Schaden. Hash-Munition ist jetzt nicht so der Oberhammer. Hash-Munition ist, nur kurz zur Erklärung, kann er schießen und das ist HE-Munition mit einem extrem hohen Durchschlag. Das heißt, ihr habt einen 212er Durchschlag und könntet damit theoretisch in den Gegner reinschlagen und ihm wirklich viel kaputt hauen. Im Praktischen passiert das aber so gut wie nie. Also nur so kurz zur Erklärung. Aber damit ist es möglich, bis zu 500, 600 Damage zu fahren mit einem Schuss. Also wenn man wirklich einen kleinen Scout durchschlägt, geht das richtig gut ab. Und dieses Match ist jetzt nicht episch gewesen, aber mit dem Centurion ist es halt ziemlich schwierig, wirklich einen normalen Medium-Weg einzuschlagen. Also er ist so eine komische Mixtur aus Heavy und nicht Heavy und irgendwie penne ich hier am Anfang noch. Ah ja, jetzt bin ich dann langsam mal da. Aber ich fahre auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Und ja, ich wollte euch hier nur auf El Hallhof eine Möglichkeit zeigen, die es halt auch noch gibt. Wirklich, er ist extrem präzise. Also muss man sagen, Centurion, verdammt kurze Aiming-Time, relativ guter Turm, also Hull-Down geht er. Wanne ist komplett für den Arsch. Geschwindigkeit ist auch kompletter Blödsinn. Anzug reicht auch so gut wie für gar nichts aus. Also er ist so gesehen den Medium seiner Tierklasse auf jeden Fall, wenn man den T-54 zum Beispiel vergleicht, meiner Meinung nach unterlegen. Er ist verdammt präzise und ein sauguter Sniper. Und auch ein guter Hull-Down-Steher, aber er braucht immer viel zu lange, um irgendwo anzukommen. Ja, und hier am Anfang stelle ich mich erstmal hier so ein bisschen hin, weil unten in die Wassertasche will ich nicht fahren. Und ich dachte vielleicht, dass noch ein paar mehr über die Mitte kommen. Also abgesehen von diesem Premium SU-122-44-Nutzer, die ich übrigens auch habe. Saugeiler Tank, kann ich auch irgendwann nochmal ein Video drüber machen. Aber, ja, genau. Ich stelle mich jetzt mal hier oben hin und bin auch gespottet. Und verteile da mal schön die Schellen, aber kann mich halt entsprechend, also weil ich auch wirklich schneller ziele, ihr seht das wirklich, schnellen Schuss anbringen und wieder zurück in die Deckung, dazu ist er ganz gut. Das kann man wirklich sagen. Ja, und jetzt denke ich mir so, naja, wenn jetzt hier unten keiner kommt und da oben bin ich ja auch wieder zugegangen und es sieht mich ja eh keiner, und nach dem Motto, dann kann ich auch hier einfach mal ein bisschen Druck nach oben machen und versuchen zu spotten. Und das ist übrigens neu. Alle Briten können eigentlich so gut wie gar nicht spotten. Also sie haben eine Sichtweite von 2,5 Metern gefühlt. Aber beim 7-1er dreht sich dann ein bisschen. Also der wird dann ein bisschen präziser noch. Ich verkrieche mich hier wieder so ein bisschen. Also der wird auf jeden Fall noch besser vom Sichtwert her. Also mit einmal sieht man, kann man wirklich auch mit den Briten was scouten. Das ist neu. Also mit diesem Panzer vorher war, ist das eigentlich gut und so gut wie unmöglich. Das Interessante ist auch, ich kann hier nicht. Ich habe noch keine Lampe auf dem Panzer. Aber jetzt seht ihr auch, die Gun Depression ist wirklich perfekt bei dem Ding. Wirklich, ihr könnt auch vernünftig hinter Hügeln stehen. Er fährt sich ein bisschen, habe ich schon zu Jebo gesagt gehabt in dem Match, er fährt sich ein bisschen wie der T34. Also der alte, der Tier 9er. So, jetzt gebe ich dann natürlich nochmal einen Schuss rein, klar. Also. Stand ja mit Sicherheit noch da. Viel bewegen tun sie sich da vorne eh nicht. Und bei der Präzision. Also er schießt auch, muss man dazu sagen, verdammt oft genau in die Mitte. Also wirklich, das ist ein krasses Merkmal eigentlich für diesen kleinen Panzer. In dieser Runde hatte ich mir auch den Screenshot mal aufgehoben für euch. Also den werde ich dann auch wieder entsprechend in die Videobeschreibung mit reinknallen. Und ja, jetzt seht ihr mich hier. Ich frage gerade Jebu so. Nee, Kupama war's. Genau, lass mal da runterfahren. Oder soll ich jetzt runterfahren? Mach ich das nicht? Kurz, Knistel steht da auch irgendwo noch in der Ecke. Und deckt mit das Panzertreff auf A2. Und ja, da ist der Tiger 2 halt. Und irgendwie, ja, großartig viel passiert jetzt hier nicht. Matchentscheidend bin ich trotzdem ein Stückchen weit. Ich überlege jetzt halt gerade, was man halt hier noch so machen kann, weil man kann sich ja immer mal in der Umgebung umgucken. Solange wie man unspotted ist, warum nicht? Also, natürlich bin ich hier Arty offen, aber der beste Schutz gegen Arty ist immer noch einfach unscouted bleiben. Also, ihr könnt quer durchs Arty offene Feld fahren, solange wie euch keiner scoutet, interessiert das auch keinen. Also, das mit diesem Arty safe und immer Arty safe sein ist halt totaler Blödsinn, wenn euch keiner spotten kann. Also, genau. So, jetzt bin ich hier. Mach ich's? Ich glaube nicht. Ich habe mir das Video, also das Replay extra vorher nicht angeguckt. Mal gucken, was jetzt hier so passiert. Aber wenn sie jetzt von vorne drücken würden, hätte ich auf jeden Fall die Möglichkeit, damit reinzufahren. Aber ich glaube, jetzt hat mich Cooper mal genau aufgehalten. Er hat gemeint, es ist viel zu früh, da runter zu fahren, womit er auch vollkommen recht hat. Außerdem gibt es ja jetzt in der Mitte den Jagdtiger zu beschießen, was ja super ist. Und da flitze ich auch schon hin.
mit meinen auf der geraden Fläche maximal 40 km/h. Und wenn es mal ein bisschen bergab geht, schafft er auch ein bisschen mehr. Aber ja, irgendwie, Jagdgear kriege ich einfach auf die Entfernung nicht rein. Was ein bisschen nervig ist. Außerdem hat ein Kuhpanmer jetzt eh schon rausgenommen. Was auch ein bisschen nervig ist. Aber ich kann ja auch mal eine Runde spulen, wenn es hier nicht ganz so langweilig ist, weil eigentlich stehe ich ja größtenteils hier nur rum. Ja, war ein Lucky Shot. Aber wer nicht schießt, kann nicht treffen, gell? So, jetzt drückt der E75 runter. Alter. So. Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, warum ich da noch so ewig rumgetänzelt habe. Vielleicht war ich gerade geistig verwirrt oder sowas. Passiert ja am besten mal. Ja, und er fährt halt einen Tiger 2 und hat keine Lust mehr aufs Leben. Zack, rein damit. Und da ist er weg. Genau, und das gleiche müsste jetzt eigentlich auch. Also da seht ihr wirklich die Präzision von dem Ding. Zick, einfach nur rein. Also beim Jagdtiger hätte es ja auch genauso gut sein können, dass ich nicht gerade in die Wanne treffe, sondern auch mal oben drauf. Und da wäre ich definitiv nicht durchgekommen. Ja, und jetzt hat sich das, glaube ich, langsam geritzt hier. Und ich starte einfach nach vorne mit dem Push. Genau, da kann ich auch nochmal ein bisschen spulen. Genau, setz hier runter. Such die S3 an. Also bin offen. Das war irgendwie 3, 4 Matches oder so, bevor ich überhaupt das Ding gekriegt habe. Und ja, oben in den Helm von der S3 kommt man halt auch super rein. Ich lasse es hier mal wieder ein bisschen langsamer ablaufen. Ja, und da ist die S3 weg und hat mich eigentlich nicht noch aufgemacht, weil sie vorher tot war. Gut. Nichtsdestotrotz, einfach hier wieder berghoch. Hier mag ich es eigentlich, einfach hier schräg hochzufahren. Seht ihr das? Also letztendlich, ich gehe hier mal kurz raus. Von hier aus kann euch oben auf dem Hügel nur einer beschießen, der wirklich weit runterkippt und dann kann er von vorne sogar noch beschossen werden. Wenn ihr da drüben die Serpentine hochfahrt, dann habt ihr da die Strecke und da kann die Arti, wenn sie sich entsprechend umstellt, auch noch mit reinschießen. Ich meine, jetzt ist es auch irrelevant, aber das ist, also weil ja nur noch die Arti selbst da existiert. Und genau, hier drücke ich jetzt halt einfach hoch und da drüben wäre ich viel zu erwartet. Im T54-Video hat man das ja schon gesehen, wie ich hier teilweise dann auch wirklich die Actions mache. Also in meinen ersten beiden Videos oder sowas war das irgendwie mit dabei. Genau, und ja, grundlegend, da ist jetzt der GW Tiger, auch gut. Also war jetzt keine glorreiche Runde, war halt nur die Idee, die ich euch wirklich mal zeigen wollte mit El Haluf und da mal in der Ecke stehen und nicht immer das Standard runtergerödel machen. Was mit dem Centurion auch wie gesagt wirklich nicht möglich ist. Ich werde einfach in Luft aufgegangen sozusagen. Ja, jetzt kann ich hier auf den GW Tiger auch nochmal schießen oder auch nicht. Aber dafür ramme ich ihn jetzt. Sehr gut. Also Centurion ist auch nicht leicht. Ich glaube, der wiegt 60 Tonnen oder so. Also. Ja, keine absolut epische Runde, gebe ich absolut zu, überhaupt kein Ding. Aber da oben halt ein bisschen mitzuwirken und auch nach vorne die Spots zu holen, damit das da rausfliegt, dafür war ich halt schon mit entscheidend. Und ja, ich denke, grundlegend, das komplette Team war ziemlich gut. Also wir hatten zwei Verluste, war einfach nur ein nettes Gefecht mal zwischendurch, wie öfter. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.